Wer mit Captain James T. Kirk oder Luke Skywalker auf Reisen durch das Weltall unterwegs war, der erkennt etliche der Gefahren, die lauern können. Ein instabiles Wurmloch, eine Supernova oder ein schwarzes Loch sind ungern gesehen, genau wie die Monster aus Alien und das bedrohliche Dominion. Aber wusstest du, dass die größte Gefahr für unser Sonnensystem gleich hinter der Milchstraße geduldig auf uns wartet? Der versteckt liegende sogenannte große Attraktor ist ein Monster, ein Sternenfresser, der zum Schicksal für unsere Sonne und die Erde werden könnte. Wenn dir unsere Videos gefallen, unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Simply Space und sei gespannt auf die Videos, die in Zukunft auf dich warten werden. Unser Sonnensystem ist auf Reisen. Wir reisen mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit von rund 2,2 Millionen Kilometern pro Stunde durch den Kosmos inklusive aller anderen Planeten unseres Sonnensystems. Dabei beschreiben wir eine Kreisbahn und dies ohne, dass wir unsere Tour irgendwie bewusst wahrnehmen. Ebenso wenig wissen wir, wohin uns die Reise führen wird. Eigentlich sollten wir irgendwann dort ankommen, wo wir gestartet sind. Der Haken an der Sache ist aber, dass der Kreis immer enger wird, sich also eher spiralförmig zeigt. Zugleich driften wir auf einen Punkt zu, der erst vor wenigen Jahren von Forschern entdeckt wurde. Den großen Attraktor. Dieser Sternhaufen ist von der Erde nicht sichtbar, denn er versteckt sich geschickt hinter der Milchstraße. Erst modernste Technik macht es möglich, dass Forscher einen Blick auf dieses Gebiet werfen konnten. Bei genaueren Untersuchungen wurden mehr neue Fragen aufgeworfen, als beantwortet werden konnten, denn der große Attraktor gibt sich seltsam, mystisch und in vielerlei Hinsicht unlogisch. Aber eines ist gewiss, die dort versammelte Masse ist derart gigantisch, dass der große Attraktor wie ein Supermagnet alles anzieht. Dabei scheint es egal zu sein, wie weit entfernt die Sterne sind, denn alle uns bekannten Systeme scheinen unvermeidbar auf diesen einen Punkt zuzusteuern. Fakten zur Weltraumregion Großer Attraktor. Das Phänomen liegt rund 150 Millionen Lichtjahre entfernt. Und es ist ziemlich genau in der Richtung zu finden, in der sich auch das Zentrum unserer Galaxie befindet. Die Sicht dorthin ist für uns aber stark eingeschränkt, weil dichte Wolken aus Gas und Staub den Blick versperren. Wir können aber sehen, wie sich unsere Galaxie und andere nahegelegenen Galaxien auf den großen Attraktor zubewegen. Dies muss einen Grund haben. Es liegt die Vermutung nahe, dass entweder eine große Masse vorhanden sein muss oder dass die Anziehung auf etwas noch Seltsameres und Fantastischeres zurückzuführen ist. Mit Röntgenblick dem großen Attraktor auf die Spur kommen. Als in den 1970er Jahren erstmals Beweise für den großen Attraktor entdeckt wurden, gab es keine Möglichkeit, durch die Zone mit Gas und Staub zu sehen, die Zone der Vermeidung. Während dieser Bereich einen Großteil des sichtbaren Lichts von jenseits absorbiert, blockieren Gas und Staub nicht so viel Infrarot- und Röntgenlicht. Als die Röntgenastronomie leistungsfähiger wurde, konnten wir Objekte in dieser Region sehen. Was wir fanden, war ein großer Supercluster von Galaxien im Bereich des großen Attraktors, bekannt als der Norma-Cluster. Norma hat eine Masse von etwa 1000 Billionen Sonnen. Das sind zusammen mehrere Tausende von Galaxien. Während der Norma-Cluster eine große Masse besitzt und sich lokale Galaxien darauf zubewegen, erklärt seine Anwesenheit nicht die vollständige Bewegung lokaler Galaxien. Die Masse des großen Attraktors ist nicht groß genug, um eine solche Sternenwanderung zu verursachen. Wenn wir eine noch größere Region von Galaxien betrachten, stellen wir fest, dass sich die lokalen Galaxien und der große Attraktor auf etwas noch Größeres zubewegen. Es ist als Shapley Supercluster bekannt. Dieser besteht aus mehr als 8000 Galaxien und hat eine Masse von mehr als 10 Millionen Milliarden Sonnen. Der Shapley Supercluster ist in der Tat der massereichste Galaxienhaufen innerhalb einer Milliarde Lichtjahre und wir und jede Galaxie in unserer Ecke des Universums bewegen uns darauf zu. Während wir durch den Kosmos rasen, beeinflusst Schwerkraft den Weg, den wir gehen. Wir werden vom großen Attraktor angezogen. Forscher stellen nun fest, dass der glorreiche Titel möglicherweise ein wenig übertrieben ist. Es scheint sich tatsächlich lediglich um eine ganz normale Sammlung von Galaxien zu handeln, die zufällig entstanden ist und versteckt liegt. Was denkst du über den großen Attraktor? Und was sind deine Hoffnungen, was wir in dieser Region des Weltraums entdecken werden, in deren Richtung wir treiben? Schreib's in die Comments.
Kosmographie erhellt das Bild vom großen Attraktor ein wenig. Es ist ein digitaler Kraftakt und eines der fortschrittlichsten Computerprogramme überhaupt, die Kosmographie. Milliarden von Fixpunkten mussten eingegeben werden, damit das Weltall mit all seinen Sternen, Planeten, Monden und anderen Himmelskörpern kartografiert und dreidimensional dargestellt werden konnte. So konnten Sternhaufen von unglaublicher Größe dargestellt werden. Beispielsweise Coma Berenices, der Centaurus-Haufen oder der Norma-Haufen. Diese drei Ansammlungen von Galaxien bilden den Centaurus-Superhaufen, der sich als Knoten im Netz des Kosmos zeigt. Hier treffen fünf Filamente von Materie aufeinander, was bislang einzigartig ist. Durch die große Mauer sehen. Mit der Hilfe dieser Software ist es den Wissenschaftlern gelungen, die sogenannte große Mauer zu durchleuchten, in der auch der Como-Haufen angesiedelt ist. Die große Mauer übertrifft ihren irdischen Namensvetter in China um Dimensionen. Das Filament liegte rund 200 Millionen Lichtjahre entfernt, etwa in der Richtung, in der das Sternbild Jungfrau am Himmel zu erkennen ist. Hier haben sich zahllose Galaxien in einem Gürtel positioniert, der mit einer Länge von 500 Millionen Lichtjahren schier jenseits der menschlichen Vorstellbarkeit liegt. Auch die Höhe der großen Mauer ist mit 300 Millionen Lichtjahren imposant, während die Stärke mit lediglich 15 Millionen Lichtjahren beinahe überschaubar ist. Großer Attraktor ist das beeindruckendste Phänomen am Himmel. Wo das Sternbild des Skorpions den Himmel schmückt, dort liegt der Norma-Haufen. Ziemlich genau hier hat der große Attraktor sein Schwerkraftzentrum ausgebildet. Insgesamt setzt sich dieses astrologische Phänomen aus mehreren 10.000 Galaxien zusammen, die etwa 150 bis maximal 250 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt positioniert sind. Wird der große Attraktor die Erde verschlingen? Zumindest nicht zu unseren Lebzeiten, so viel steht fest. Wahrscheinlich ist auch, dass unser Sternsystem niemals vom großen Attraktor eingefangen wird. Grund dafür ist die Ausdehnung des Weltalls. In dieser bewegt sich der große Attraktor schneller von uns fort, als wir uns auf ihn zubewegen. Deshalb wird die Distanz der Erde zum tödlichen Staubsauger immer größer statt geringer. Und dies trotz unserer unglaublichen Reisegeschwindigkeit. Kannst du dir diese Dimensionen, diese Ausmaße und diese Geschwindigkeiten vorstellen? Schreib's uns in die Comments. Der gesicherte Stand der Forschung von 2016. 2016 wurde ein Forschungsbericht auf der Webseite des Internationalen Zentrums für Radioastronomieforschung veröffentlicht. Daran beteiligt waren ein Forschungsprojekt unter Leitung von Lister Stavely-Smith, eine Gruppe von Wissenschaftlern der Universität Westaustralien und die Samuel-Curtin-Universität. Darin erklärten die Forscher, dass sie im großen Attraktor bislang 883 Galaxien identifizieren konnten, von denen mehr als zwei Drittel der Wissenschaft bislang unbekannt waren. Allerdings konnten auch diese Himmelsforscher nicht erklären, warum der große Attraktor eine solch fulminante Anziehung besitzt, denn seine Masse ist dazu eigentlich zu klein. Hilft ein Schweizer Patentamtangestellter bei der Lösung? In der Tat wirken die Gedanken und Logik von Albert Einstein bis in die Gegenwart nach. Demnach kann der heute geltende Grundsatz, nachdem wir keine Raumzeit messen, weil wir sie nicht messen können, so nicht stimmen. Fest steht, Schwerkraft ist eine Eigenschaft der Materie, aber keine Eigenschaft des Elektromagnetismus. Die Hypothese lautet, dass Protonen in allen Formen von Materie die Quelle der Anziehungskraft, der Schwerkraft in der Nähe von Materie sind. Eine neuartige Entdeckung ist, dass die Abwesenheit von Materie eine abstoßende Antischwerkraft erzeugt, die viel schwächer ist als die Schwerkraft. Elektronen tragen jedoch nicht genug Masse bei, um die Gravitation wirklich signifikant zu beeinflussen. Die Geometrie der Materie oder deren Fehlen bewirkt, dass ein Kraftfeld erzeugt wird. Und Kraftfelder lassen sich messen. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass Gravitation schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist, wozu ein Quantentunnel genutzt wurde. Daraus ergibt sich, dass das Vorhandensein von sich bewegender Materie eine Zugkraft und eine Schwerkraft mit negativer Polarität erzeugt. Im Umkehrschluss heißt dies, dass das Fehlen von sich bewegender Materie eine Schubkraft und eine Schwerkraft mit positiver Polarität erzeugt. Am Rande sind die beiden unterschiedlichen Arten des Magnetismus zu beachten. Es ist eine gesicherte Erkenntnis, dass es neben dem bislang bekannten Elektromagnetismus auch einen Gravitomagnetismus gibt. Der Gravitomagnetismus wird durch die Anwesenheit oder Abwesenheit von Materie erzeugt, sobald diese sich im Universum bewegt. Zur Erklärung, beim Gravitomagnetismus ist es nicht zwingend notwendig, dass Metalle anwesend sind.
Ohne Einsteins Relativitätstheorie geht es nicht. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eine Gravitationstheorie, die von Albert Einstein zwischen 1907 und 1915 entwickelt wurde. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie resultiert die beobachtete Anziehungskraft zwischen Massen aus der Verzerrung von Raum und Zeit durch diese Massen. Die allgemeine Relativitätstheorie hat sich zu einem wesentlichen Werkzeug in der modernen Astrophysik entwickelt. Sie bildet die Grundlage für das derzeitige Verständnis von schwarzen Löchern und von Regionen im Weltraum, in denen die Anziehungskraft der Schwerkraft so stark ist, dass nicht einmal Licht entweichen kann. Schlussfolgerung. Nehmen wir neueste Erkenntnisse sowie Beobachtungen und Einsteins theoretische Grundlagen zusammen, kommen wir zu dem Schluss, dass der große Attraktor eine Gravitationsanomalie sein könnte. Die wird zudem von anderen Superhaufen und Sternenclustern beeinflusst, weshalb vielfältige Kräfte in alle Richtungen auftreten. Entscheidend für die tatsächliche Richtung einer Annäherung scheint dabei zu sein, dass sich diese Kräfte entweder ganz oder teilweise gegeneinander aufheben oder gar verstärken. Wohin die Reise auch geht, es dauert noch. Nicht nur der Kosmos entwickelt sich weiter, auch die Menschheit. Es bleibt demnach nur zu hoffen, dass der Mensch mit dem Kosmos Schritt halten kann, damit er in Jahrmillionen auf kosmische Einflüsse adäquat reagieren kann, sofern dies notwendig werden sollte. Was glaubst du, werden wir uns einen neuen Planeten suchen müssen oder können wir die Katastrophe durch heute noch unbekannte Techniken verhindern? Teil uns deine Gedanken mit und poste sie in die Kommentare. Wir sind gespannt.